wenn sich der Müll mal wieder fast selbst rausbringen kann. Willkommen zurück zu Final Fantasy VII, dem Remake. Yay! Und wir stehen immer noch vor den gemeingefährlichen Kartons, die extra ihre Hülle hier bekommen haben. Wir sind auf der zweiten Mission. Genau, richten erstmal einiges an Online an. Haben das erste komische Insektenvieh geboxt. Schon wieder vergessen, wie es hieß. Aber naja. So, und genau, kämpft uns hier gerade an dem gemeingefährlichen, aggressiven Fußpilz hier vorbei. Da gab's Loot. Nice. Und cool. Da komm ich. Ja, lecker. Weißt du, er hat schon so ein Schwert dabei und macht das einfach direkt so. Lass es einfach so weg. Nice. Ja. Wenn du zu Hause ordentlich aufräumst. Ups, sorry. Ach, Gastrin. Ja, genau. Die sind aber nicht sehr gastfreundschaftlich. Boom. So, irgendwas habe ich hier noch als Kampfberichtsdingens. Kampfberichtsdingens. Das Ding ist. Okay, wenn die allein sind, dann kriegen die so ein Schild. Ich bin bereit. Das wird dir auch nicht helfen. Der Feind ist geschwächt. Yippie, wir haben's geschafft! Kommt jetzt ein Freudentanz. Mindestens. Es bekommt eine Freudenheilung. Magie, Vita. Ich habe noch ein paar Heiltränke, die könnte ich mal verbraten. So, bitteschön. Der Braten für den Brocken. Falsche Taste, wie immer. Magic schon wieder. Mein Gott, ey. Ein bisschen konzentrieren. Moment. Heiltrank, ne? Wiederholt einsetzen. Ja, das wäre mal ganz cool, wenn ich das auch mal gelesen hätte. So. Und Tiefer kriegt einen. Und Cloud kriegt einen. So. Alle wieder glücklich, alle wieder happy. Und Kisten. Noch mehr Kisten. Ey. Ich habe immer noch nicht die Kampfberichte hier verstanden. Das ist was. Das ist das Falsche. So, 3 von 10. Ich kapier das nicht. Ich kapier das echt nicht. Das Angriffsziel in den Zockzustand, genau, ganz genau. Schockzustand zu versetzen, wirkt sich im Kampf vorteilhaft aus. Da stellt sich die Frage, ob Materie entwickelt werden kann, bla 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 bla. So. Wende Spezialfähigkeiten bei Gegnern im Schockzustand an und lade insgesamt 10-mal eine Einheit der. Hä? Abschlussbedingungen. Also du sollst halt irgendwen. Du sollst halt irgendwelche Spezialfähigkeiten an. Anwenden. Ja, cool. Bei Gegnern im Schockzustand. Und lade insgesamt 10-mal eine Einheit der. 10-mal eine Einheit der ATB-Leiste auf. Aber das mache ich doch, oder bin ich. Oder bin ich dumm? Oder beides? Ja, okay, Ach, dann halt nicht. Hier geht's nicht weiter. Warum geht's hier nicht weiter? Warum geht's hier nicht weiter? Ja, hier geht's echt nicht weiter. Okay, ich dachte, ich, ne? Übertreiben, dabei. Stimmt das auch? Geil, da ist die Treppe. Bisschen WD-40 drauf. Hilft immer. WD-40 hilft einfach immer. Das ist die oberste aller Regeln. Wenn's quietscht. Ja, aber nicht bei der schönen. Ich bin eingesponnen. So, ATB, Moment. Wann? Ach, gut. Hier kann ich das nicht nachschauen. Moment. Ich kann entfesseln. Unfair-Modus. Denn Spezialfähigkeiten. So, enge Kantonfähigkeit und mittlere. Genau, halt eine mittlere Menge TP. Dann, was war nochmal die Schwäche von denen? Keine Ahnung. Geil, das ist ja echt die Königin. Okay. Ja, ist auf Insta-Rip. Geil, das ist echt die Königin. So, ein bisschen raushauen. Erstmal. Nicht Barriere. Ah, Mann. Wieder falsch.
Analyse. Okay, Gastroid Königin, die eierlegende Königin einer Gastritenkolonie, die ihr Nachwuchs im Kampf befehligt. Okay. Sie kann Klebefäden aus ihrem Maul verschießen, um ihr Nest zu beschützen. Das war ein sehr hässliches Nest. Wirksam, Eis. Nach Erleiden einer bestimmten Schadensmenge wird sie schockanfällig. Achso, und bis dahin nicht, oder wie? Cool. So, umblättern. Oh, es geht sogar umblättern. Fertigkeit. Oh. Gott, du kannst umblättern. Mist. Fertigkeiten. Scherenhochsprung. Das klingt nach einer Sportart, die sich gefährlich ernährt. Giftstachel. Königinstich. Das letzte klingt wie ein Kuchen. Okay. So, ich sollte nicht hungrig zocken. Wirksam. Eis. Okay. Barrett kann gerade nix. Ja, weich mir aus. Das ist alles ein außer wieder Eis. Kann ich. Barrett kann, was war das nochmal, reduziert vorübergehend den an Schaden und verhindert Einschüchterung fast jedes Mal. Ja, warum nicht? Nein, voll daneben. Schocker fertig. Später noch verbessern. Chakra. Okay. Achso, das ist Cloud, der da gerade drauf einbolzt. Ups, vergiftet. Okay, die kann tatsächlich was. Wow. Chakra fertig. Jawohl. Schön drauf. Hans, get the Flamer. Ich mach das. Wurde schon angedeutet. So, okay, nice. Dann. Das Kerlchen war ziemlich gut im Futter. Hier hat wohl lange keiner mehr aufgeräumt. Ja, aber doch Zeit. Ach, Quatsch. Die sind voll niedlich. Vielleicht wegen so einem Ding mal einen Zug. Bekämpft die denn keiner? Muss wohl erst ein Unfall geben. Ja, ist ja immer so. Ja, ist auch immer so. Hab ich denn irgendwas bekommen, außer die von mir selbst zugesprochene Ehre? Ah, wollte schon fast sagen. Schon die Kisten vermisst. MP-Heilung durch Makonit. Da gibt's eine Bench. So wie in der Serie Bench Markus. Phoenix wieder mal 3. Was haben wir hier? Nach wie vor den gleichen Quatsch. Oh, hier gibt's mehr an Materia. Bio-anwendbar. Zustandsresistenz, Gift. Achso, und dann kriegen die, also derjenige, der oder diejenige, die das ausgerüstet hat, ist dann immun gegen Gift. Klingt ja erstmal gar nicht so verkehrt. Klingt tatsächlich auch hier momentan gar nicht so verkehrt. Ich setze mich aber trotzdem erstmal hin. Ja. Ein für die Gruppe. Wenn Cloud sich hinsetzt, dann sind alle gehalten. Nice. Der ist auch zusehen. Ja, da sitzt, sich erholt. Noch ein bisschen. Immer der Schnauze nach. Ziemlich gut getroffen. Allerdings, ein Meisterwerk. Genauso hässlich wie das Original. Okay. Sehr gute Barrett, doch kein Fan von dem. Nein. Shinra versucht wohl doch sie loszuwerden. Aber ziemlich halbherzig, wie es aussieht. Mit einem Flammenwerfer halbherzig. Warum kriegen wir diese dämlichen Jobs aufgebrummt?
Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Doch alles keinen Sinn. Okay. Ja, erstmal schön gegen den Flammenwerfer. Wo kommen die her? Da stehen wir doch gelandet. Oh, reduziert. Fähigkeiten. Analyse. Quadrantgardist. Brandgardist! Brandgardist der Shinra-Sicherheitsbehörde, dessen Flammenwerfer auf großer Fläche Schaden anrichten kann. Mhm. Brandgardisten werden zur Bekämpfung und Vernichtung von Monstern eingesetzt. Also nicht von Menschen. Nice. Greife von hinten an und füge ausreichend Schaden zu, um den Tank aus seinem Rücken zum Ja! Okay. Klingt ein bisschen brutal, aber. Achso, was ist das denn? Gott, hier steht ja alles. Hast. Tod. Frosch. Tod und Frosch. Es geht los! Jetzt erstmal schön tiefer hier auf maximale Verprügelungsstufe bringen. Der brennt schon, weißt du, er liegt auf dem Boden und der brennt schon und sie haut trotzdem weiter drauf. Wow. Geht mir das so ein bisschen mit den Fähigkeiten hier zu schnell? Weiß ja, je nachdem, was dann für die dann oder gegen die gut ist. Wir haben das Marco aus ihm rausgeprügelt. Okay, 4 Kisten, 3 Heiltränke, interessant. Beeren durch Magnet, aha. Warte, ich hab das jetzt erst verstanden. Weil ich mir immer dachte, wow, dann kann ich die MP ja immer nur durch so eine Bank auffüllen. Nee, das geht ja auch durch die Kisten. Ja, manchmal stelle ich mich schon nicht an. Okay, wo gibt's denn hier was zu verprügeln? Ey. Ich komme auch echt nicht auf die andere Seite, ne? Nope. Das Spiel möchte mir ganz dezent sagen, da nicht hin. Okay. Dann die Tür. Lagebesprechung. Lasst uns sehen, wo wir sind. In der U-Bahn. Case closed. Schon wieder eine Karte. Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann gibt's einen Geheimgang. Magic. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avala. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir. Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Wer hat den da in die Position gesetzt? Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig. Und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Ja. Wäre in dem Fall sogar besser. Wir werden sofort den Testrobotern-Abschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja! Guckst du im Lexikon unter Arschloch nach, da ist ein Bild von dem. Ich könnte schwören, dass ich das beim letzten Mal gesehen habe. So, Helix-Tunnel-Abschnitt E. Immer wieder. Heilung. Tja, und täglich grüßt die U-Bahn. Ich darf noch ein Stück weiter hier vorwärts laufen. Da,
Noch so ein Köter. Wir sind also noch auf dem richtigen Weg. Ja, sorry, Barrett, ich kann da leider nicht mehr rüberlaufen. Es geht leider nicht. Ich versuch's ja. Du kannst Sam echt nicht leiden, was, Barrett? Der Kleine kann nichts dafür. Aber ich kann es nicht ausstehen, dass sie das Ding so glorifizieren. Als Inbegriff der Loyalität sozusagen. Der arme Stan. Das erinnert mich an ein Buch von Marlene. Mit einem riesigen Labyrinth, das nie enden will. Wohin man auch geht, nichts als Wände. Einfach zerstören. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Borgierter Lagerfe. Mist. Hey, Mist. Warte mal kurz. Hey. Hierher. Warte schneller. Der Weg wird schwerer bewacht, als ich gedacht habe. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen. Sicherheit geht vor. Auch für meine Feinde. Ja, die haben beide wieder einen Flamer. Da sind sie! Ja, achso, nee, das ist Barrett. Entschuldigung. Boah, die können auch echt. Ja, mit Geschütz. Ups. Ach, ich kann ja auch so. Ja, mal. Ich bin immer noch im Kampf komplett überfordert, bin ich ehrlich. Da grillt gerade einer unsere Tiefer. Das ist nicht gut. Vita. So, ich kann das Ganze ja auch von hier einsetzen. Feuer. Was hatten die denn nochmal als. Boah, denk mal ein bisschen schneller. Was ist denn. Vitra. Okay, beide halten mal tiefer. Dort geht's langsam auch nicht mehr so. Nice Ruhe. Okay, wieder falsch. Nein, das kannst du bei sich anwenden. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich muss irgendeinen nehmen, der heilen kann. Warte mal eben. Barrett. Denk. Okay, einmal den Supertrank auf die Wolke. Zieh nicht zurück. Tiefer hat gerade wieder ein Problem. Hat Barrett wieder ein Problem? Ey! Was ist denn los mit denen? Nichts überstürzt. Oh ja. Keine Ahnung warum, aber die setzen mir gerade echt zu. Ja! Du und dein Leichtsinn! Dass Tifa wiederbeleben kann. Wird es wieder? Dein Einsatz! Ich Wann kann ich denn eigentlich mal den Ifrit hier einsetzen? Please. Vitra, ja, einmal auf. Barrett. Nicht gut, ist echt nicht gut. Keine Ahnung, ich stelle mich gerade unfassbar doof an. So, das Gefühl, dass das Heilen nicht so viel bringt. Hier kommt nee. Okay, ich kann ein Limit einsetzen. Magic. Fertigkeiten. Chakra. Zeige ich dir, was ich drauf habe. Na komm, ich hab geheilt und dann. Ich gebe nicht auf. Limit! Kannst du das machen? Ah, das sieht echt gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Falsch. Wieder falsch. Nein, wieder falsch. Überfordert. Das habt ihr.
Oh shit. Yo. Volle Breitseite. Boah, reicht das noch? Reicht das noch, um tiefer zu schützen? Und nur sie konnte wiederbeleben, das ist echt uncool. Nicht übertreiben. Ey, das ist echt übel. Ne, genau, erst sie, denn sie kann wiederbeleben. Ja! Denk nicht, dass ich hier hoch. Überlass das mir! Nicht gut, dass ich das mitgenommen habe. Das war eine ganz weise Entscheidung. Ich habe das Gefühl, dass ich gegen alle kämpfe und das ist nicht gut. Vitra. Raketenwerfer B, Raketenwerfer A. Schwäche, yo. Sehr schön. Lass mich mal. Ich hab genug. Alter, Limit! Moment, dann lieber auf den da. Der hat ein bisschen weniger Leben. Ein bisschen mehr Leben. Jetzt wird abgerechnet. Granate hört sich immer schön an. Tja, Analyse hat die nächste Stufe erreicht. Sehr schön. Aber meine Kampffähigkeit nicht. Nicht halt Trank. Magic. Hä? Wen bin ich denn hier gerade an? Ja, geil. Kurz bevor ich... Die leben noch! Boah! Das war unnötig schlecht, würde ich mal behaupten. Ich hätte nicht gedacht, dass die mir so zu setzen, aber irgendwie hatte ich da nicht die richtige Taktik. Oder hätte die ganzen Flammenwerfer-Dudes erstmal irgendwie... Ja, irgendwie hinter so einem Kasten locken müssen. Aber hätte Fahrradkette. Jo, das ist mein Knopf. Sind da oben. Das Tor ist verriegelt. Wir nehmen die Treppe. Natürlich. Wieso muss es immer die Treppe sein? Bald haben wir den Geheimgang erreicht. Plan E läuft wie am Schnürchen West. Oder ist unser Herr Soldat eine andere Meinung? Ich hab schon bessere Geheimdinge gesehen. Wix, oder? Mit Beteiligung von mir. Dann sind wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? Ich hätte einen anderen Geheimgang gewählt. Tschüss. Die Geheimgang. Ich dachte, dieser nice. Abschnitt liegt still. Dachte ich auch. Gewitter. Okay, was läuft denn hier? Stamp. Ja, das war so klar. Ach, der sieht doch putzig aus. Komm, dann nehmen wir mal mindestens eins mit. Äther, Phönixfeder, Gegengift. Phönixfeder runtergesetzt. Ja, okay. Was? Ne, ist alles das gleiche, ne? Genau, dann setze ich mich doch mal hin. Ne, mit dem Kampf von gerade bin ich nicht wirklich zufrieden, wenn du nur so Wiederbelebungsparaden hast.
Das ist nicht so, wie es laufen sollte. Die Frage ist, was ich halt falsch mache. Wahrscheinlich alles, aber irgendwo muss ich ja anfangen. Da werden noch einige Kämpfe kommen, die es richtig in sich haben. So, angefangen mit Cloud, der schön mal in den anderen Modus gehen sollte. Das habe ich mir gerade nicht gemacht. Genug. Ich zähle auf dich. Hier kommt Barret. Ich leg los. Auf den Boden. Ladestufe 15 erreicht. Boom. Der hat die Stufe des Ablebens erreicht. Bin ich jetzt so dreist und... Ja, verwüst erstmal alles. Okay, da geht's weiter. Aber... Weil ich ja mindestens eine EP verloren habe. Okay, jetzt einfach nochmal schnell zurück. Ah. Advanced Tactics. Die Mucke ist gut. Mein Kaffee steht. Mein Kaffee steht hier auch. Ja, Tifa schon so unfassbar ungeduldig. Ist ja gut. Sind die Gegner denn wieder da? Nope. Da irgendwer klappert hier rum. Wer klappert? Mehr gesehen. Ja. Indiana Jones and the Forbidden Stairs. Da geht's nur zum bösen Wartungsraum. Finde ich aber gut, dass die Kämpfe langsam deutlich fordernder werden. Wenn ich nicht so unfassbar unfähig wäre. Nach unserem treuen Freund offen. Er zeigt dir, wo der Geheimgang ist. Ich sehe nur Kisten. Ja, keine Ahnung, gegen was wir gleich kämpfen müssen. Absolut gar kein Schimmer. Das ist doch ein Gegner, oder? Oder ist das zu offensichtlich? Ja, Tifa schaut sich die Wand an, als wäre es eine Kunstgalerie. Oh, dann eben... Vielleicht hier? Okay. Entdeckung! Ah, das war so klar. Das stand nicht im Plan! Ist es verwerflich, dass ich da trotzdem Bock drauf hab? Oh ja, halt sie beiden! Oh, die Mucke wieder! Ungewöhnlich! Er ist etwas langsam. Der Krematur, was da los? Feuerkraft! Verdammt, harte Nox! Was sollen wir tun? Zielt auf die Beine! Oh, episch, die Mucke! Ciao! Da geht noch was! Verdammt, ich hab schon wieder nichts zugehört! Was hat der Dingens gesagt? Wieso höre ich denn einfach nie zu? Barriere erstmal für Tifa. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ganz genau. Tifa. Vorsicht. Okay. Geht der Mutter des linken Beines. Oder so. Hä? Ja, genau, du sollst dich ja nicht grillen lassen, Fräulein. Super Saiyajin Tifa Modus. Genau, die macht wieder ihren Todessalto. So, Cloud kann mal eben... Das bringt doch nichts. Na, okay. Ja, ich hab nichts gesagt. Absolut gar nichts gesagt. Fertig. Barret, warte. Let's... So, schon mal fertig, einfach drauf. Was?
ultra easy. Au. Sagte er. Beschwören. Wenn du mit höherer Materie ausgerüstet bist, erscheint bei Kämpfen gegen besonders starke Gegner eine Beschwörungsleiste. Ach, nur gegen besondere, ne? Toll. Sobald diese Leiste voll aufgeladen ist, kannst du über das Kommandomenü die eine Esper beschwören. Yay. Ein Makrogenerator. Das ist sein Antriebskern. Ja, Moment. Das kriegen wir noch eben so hin. Ach so. Er schummelt einfach, indem er in Phase 2 geht. Ja. Achso, die Beschwörungsleiste ist noch gar nicht aufgeladen. Jo, das liegt nach dem Plan. Ja, Tifa fliegt da oben einfach rum. Drohne C, Fähigkeiten, Ständerwinde, Schockschuss. In Runde C. So, Tifa wird. Ich sehe meistens nichts. Ja. Das ist völlig normal. Der wärmt sich erst auf. Aha. Fähigkeiten. Hacktritt. Jau. Jetzt können wir direkt nochmal einsetzen. Tritt. Sie gehen dazwischen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, tiefer nicht damit. Nein! Ich habe in Flammen stehen. Nicht so hoch springen könnte, ne? Ciao! Oh, die fand. Mach gleich echt ciao! Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Jetzt erst recht. Nein! Ich zähl auf dich. Jetzt kann ich dir das sagen. Ah, ich versau das immer. So, und direkt mal hier einen Supertrank hinterher schmeißen. Das ist ja wieder im normalen Modus, Mist. So, beschwören. Wie kann ich beschwören? Alter. Dein Einsatz. Das ist Pikachu. Erstmal kämpfen an deiner Seite, bis du Beschwörungsleiste aufgebaut. Ne, bis die Beschwörungsleiste aufgebaut ist. So, sie kämpfen selbstständig. Allerdings hast du die Möglichkeit, ihnen im Austausch gegen ATW-Einheiten deiner Gruppenglieder den Einsatz von Fertigkeiten zu empfehlen. Wenn dann erstmal den Kampf verlassen muss, setzt sie zum Abschluss eine verheerende Spezialfähigkeit ein. Okay, das heißt, sie gehen schön mit einem Knall. Dann, hau mal rein. Erstmal Fähigkeiten. Feuersbrunst. Eins nach dem anderen. Ja, und er bleibt jetzt so lange bis. Alter! Ja! Okay, der haut rein. Zwei Fähigkeiten. Feuersbrunst. Nee, einfach mitten drauf. Scheiß auf das Bein. Oh. Erstmal Fähigkeiten. Nee. Ich setz den. Wäre das echt richtig gut? Nein, ihr geht in die nächste Stufe. Gut, heißt Freundschaft. Systemfehler. Nicht
Ja, das ist kein Systemfehler, das ist irgendwas. Das ist ein Spezialfeature. Ach Gott, ich muss auch. Ja. Ich bin komplett über. Ach so, jetzt hat er noch seine Geschütze. Ja. Weg von den Schienen! Weg von den Schienen? Wo soll ich denn hin? Ja, ciao, Leute. Ich will dazu. Ja. Ja, das Kleine. Das ist natürlich. Was macht der, wenn er geht? Alter! Okay. Da geht noch was. Hey. Hoffe ich doch. Falsch. Magic. Ja, komm. Eine Egoistenheilung. Für den Herrn mit dem großen Schwert. So, Barret, draufhauen! Du kannst dich immer den Charakter nehmen, der irgendwie den besten, die beste Sicht hat. Gott, die Mucke. Oh, ich hab den gar nicht analysiert. Ich bin hier richtig nach. Richtig. Ja, genau. Schön am Ende des Kampfes nicht synchronisieren, ne? Analysieren, danke. Kramator hat Leben. Ja, ein großes, bewegliches Abwehrsystem mit Eigenantrieb aus der Abteilung für Waffenentwicklung. Was die alles gemacht haben. Es handelt sich um ein altes Modell, das während des letzten Krieges eingesetzt und danach in einem Lager im Helix-Tunnel aufgebaut wurde. Seine Manövrierfähigkeit ist nicht seine stärkste Seite, doch er hat aber trotzdem ein paar Seiten. So, doch die ausgezeichnete Panzerung und hohe Feuerkraft machen diesen Malus mehr als wett. Gibt 400 EP, by the way. Stehbar, Molotow. Raketen, Staffette, Flammenwerfer, Flammenkreise, ja, genau. Leicht resistent. Immun gegen. Okay. Aber gegen Blitz sehr anfällig. Und bei Blitz würde mir Barret einfallen, wenn er Fähigkeiten ready hätte. Falsch. Oh, Tifa kriegt wieder auf den Sack. Naja. Formulierung mal da hinten angestellt. So, nein, überfordert. Ja! Richtig geil, er hat. Immer noch nicht. Vorsicht! Komm da echt einfach immer noch nicht drauf klar. 100 Chakra. Yo. So, und dann hätte ich gerne mal Barret, der eigentlich da mal drauf feuern würde, aber leider nicht. Ach so, dazwischen sind die, Barriere Blitz auf das linke Geschütz. Kannst da nichts mehr machen. Klaut bitte noch einmal Magie auf. Tief hat viel zu viel MP. Barret, so, Tifa kann da nichts machen, außer überfahren zu werden. Okay, Barret, du weißt, was zu tun ist. Magic. Ja,
Ja, er ist sofort wieder ready. Zerstören wir die Panzerung, dann ist er schutzlos. Sehe ich gerade was? Nee, ne? Aero Eis. Achso, guck mal, er zieht den Gegner näher heran. Das kann ich mir bei dem wahrscheinlich sparen. Schütz. Egoistenheilung. Ja, natürlich. Langsam die MP aus. Wenn er nichts mehr einfällt, dann dreht er sich im Kreis. Jawohl, 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 jawohl. Easy. Da geht noch was. Und zwar. Nein, nicht das hier. Feuer, Feuerer, er kommt einfach mal drauf. Da, so. Verdammt, es geht immer wieder auf. Wir müssen seine Panzerung zerstören. Wie schmeckt dir das? Das auch noch. Gegenstände kann ich hier nochmal äthern, ne? AR 20. Bringt das jetzt gerade noch was oder kann ich mir das eigentlich sparen? Auf jeden Fall. Ja, hier lang. Ja. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Wie bedauerlich. Bericht von der Analytik. Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen. Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen. Was für Störfrequenzen? Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult. Sir, das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert. Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen. Die Ausrede des Jahrtausends. Diese Unruhestifter. Die Kameras in Abschnitt E sind ausgefallen. Der Direktor. Viel Spaß. Ja. Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja. Selbstverständlich, Herr Direktor. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen.
Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich. Zu Leuten, die mir nützen. Das ist einfach das größte Arschloch, was ich hier bisher im Spiel gesehen habe. Oh, diese nette Herz... Dieses nette, herzhafte Lachen dabei noch. Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. Den kriegen wir auch noch. Okay, aber zuerst mal kriegen wir... Was ist das? Geht's, Barrett? Vielleicht nicht der beste Moment, um eine Folge zu beenden, aber...